Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind in den Super Bowl Prediction unterwegs. Shutdown heißt die heutige Aufgabe, eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir dürfen unseren Gegner maximal 100 Yards in einem Quarter zugestehen. Das klingt nach einer relativ überschaubaren Aufgabe. Es geht gegen die Tennessee Titans, gegen Derrick Henry, gegen Ryan Tannehill. Wobei ich gespannt bin, ob Tannehill hier den Quarterback spielen wird. So, 1. und 10 an der 20-Yard-Linie. Wir tackeln mal ein bisschen härter. So, 1. und 10 an der 20-Yard-Linie für Tennessee. Und Marcus Mariota ist der Quarterback. Der wurde ja abgelöst von Ryan Tannehill. Und auf einmal lief es dann ja auch. Und das ist ein Murder-Hit. Incomplete Pass. Gutes erstes Play. Cowboys in einer Man-to-Man-Coverage. Jetzt Cover One Hole. 2. und 10 an der 20. Mariota läuft. Kommt an die 28-Yard-Linie. Das waren die ersten 8 Yards der Titans. 3. und 2. Und das ist ein neues First Down. Sehr gut gespielt. 19 Yards Raumgewinn bis dato. Das ist ja das Einzige, auf was wir hier jetzt bei dieser Challenge wirklich achten müssen. Ansonsten kann hier die Zeit immer weiter runterlaufen. Man in Motion bei den Titans. Schöner Tackle von Van der Esch. 2. Versuch und 7. Wir machen jetzt einfach mal eine Cover 4 Defense. Das heißt, wir verteidigen gegen Big Plays. Kurze Raumgewinne lassen wir zu, aber es ist ja auch in Ordnung, denn da läuft die Uhr ja weiter. 3. Versuch und 1 damit. Cowboys bleiben konsequent in der Cover 4 und wir sind in den letzten 2 Minuten angekommen. So, wir haben noch 3, die Titans noch eine Auszeit. Neues First Down für Tennessee, aber die Uhr läuft halt weiter. Sind sie gerade mal bei 38 Yards, die sie geschafft haben. Wir lassen hier keine langen Raumgewinne zu. Incomplete Pass. Ist ein 2. und 10 von der 41 jetzt fällig für Tennessee. Oh, wunderbar verteidigt. Van der Esch schlägt den Ball vor dem Receiver weg. 3. und 10. Und die nächste Incompletion von Mariota. 4. Versuch und 10. Ich schicke meine ganz normale Defense aufs Feld, denn das ist so eine Entfernung 41-Yard-Linie. Da kann man auch mal ein bisschen faken. Das tun die Titans aber nicht. Ball geht an der Seitenlinie ins Aus. Wir fangen damit an der 20-Yard-Linie an, haben noch 1 Minute und 20 zu spielen. Also das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir hier es nicht schaffen, das Ding über die Zeit zu bringen. Cowboy Slot Slant. Witten und Owens attackieren die Mitte. Wir achten außen auch auf Michael Irvin. Wir gehen aber auf Terrell Owens, denn der ist da vorne aber mal Mutterseelen alleine. Und hat ein neues First Down an der 46-Yard-Linie von Tennessee. Die Uhr läuft weiter. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Und aus dem Backfield kommt gleich noch Emmitt Smith, wenn er sich denn da lösen kann. Und wir gehen auch auf unseren Running Back, denn der hat hier Open Field, aber en masse. First Down in der Red Zone von Tennessee an der 19-Yard-Linie. Cowboys Slot Drive. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot.
Emmitt Smith wieder aus dem Backfield kommen. Der Ball zu Terrell Owens. Der kommt an die 1-Yard-Linie. Da sehen wir aber kein Play mehr. Aber wir mussten ja auch keine Punkte erzielen. Tennessee durfte, das haben sie einstudiert, Tennessee durfte auch keine Yards machen. Das ist, glaube ich, gelungen. Challenge complete, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.